What are you doing up at this hour of the night? What are you doing up at this hour of the night? Prevention of crime. Every hour of the day and night. Movie. Break. Is the team that protects your property and you. Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast, Episode 2 der Mostra 81 aus Venedig. Hier ist wieder Patrick und neben mir Lida, hallo. Oder eigentlich gegenüber von mir, muss man sagen. Wir haben jetzt, nur um die Leute so ein bisschen auf den Stand zu bringen, wir haben jetzt dank Lida, die noch so ein Ass im Ärmel hat, so ein kleines mobiles Mikrofon, sind wir jetzt in der Lage, hier was ganz mobil aufzunehmen und ich hoffe, das wird auch ganz okay klingen für euch. Und ja, Lida, Tag 2. Schon auf dem Zahnfleisch oder ist noch alles relativ entspannt? Ich muss sagen, ich bin irgendwie sehr gerädert, aber das hat auch was mit den Filmen zu tun, die beide so lang und schwülstig waren. Irgendwie hatten beide was sehr, sehr Opernhaftes an sich, obwohl es nur bei einem wirklich um Opern ging. Und außerdem sind wir ja gestern auch erst relativ spät nach Hause gekommen, weil wir uns noch 3 Stunden lang die erste Hälfte einer Serie angeguckt haben. Genau, die neue Serie Disclaimer von Alfonso Cuarón. Da hatten wir so einen kleinen Cliffhanger, weil nicht klar war, schaffe ich es noch rechtzeitig zum Screening oder nicht. Ich habe es geschafft. Ich kam, glaube ich, 3-4 Minuten zu spät. Es lag aber nur daran, dass mein Vaporetto, das hat einfach irgendwo geparkt am Wasser, weil das erst ein anderes vorbeilassen musste. Und es war so ein riesiges Kuddelmuddel. Und dann waren die ganzen Leute auf dem Vaporetto schon total in Panik und sind dann alle losgesprintet, sobald wir angelegt haben. Aber ja, das war mein Abend gestern und wir können ja nur ganz kurz ein Wort dazu verlieren. Wie war denn so die erste Hälfte dieser Serie für dich? Ist ja auch nicht so oft, dass man sich die Serien jetzt wirklich gibt auf so einem Festival, oder? Tatsächlich ist das eher die Ausnahme und was mich zumindest positiv überrascht hat, war, dass die Serie relativ filmisch wirkte. Man hatte dann immer zwischendurch dieses kapitelartige Titel Einblendungen gehabt, aber ansonsten hätte man es auch ganz gut zu einem Film zusammenschneiden können und es gab nicht so sehr dieses typisch schleppende und oft wiederholende Seriengefühl. Das hat mir positiv aufgefallen, was mich noch etwas, also wo ich noch ambivalent bin, denn die Frage ist natürlich, wie sieht es jetzt in der zweiten Hälfte aus? Und da kann sich natürlich nochmal alles ändern und tatsächlich habe ich auch gehört, dass diese Vorlage, dieses Buch einen bestimmten Twist haben soll, der das durchaus nochmal untergräbt, aber dass wir hier eine sehr einseitige Perspektive haben, die bestimmte Figuren deutlich negativ, auch wie ich sagen würde, aus einem, ja, sexistisch, tendenziell misogynen Winkel zeigt. Allerdings habe ich schon die Erwartung durch Kenntnis der Vorlage und so weiter, dass es da nochmal eine Dekonstruktion des einen gibt und besonders, weil wir auch am Anfang eine Einführung hören, die uns ganz genau darauf hinweist, dass Perspektive und Inszenierung eine Art von Macht ist und auch manipulieren kann. Und ich habe eben den Verdacht, dass das eine Art von Manipulation ist, die jetzt gerade geschieht. Ja, das ist ganz witzig. Ich glaube, das war so einer der ersten Sätze, die ich dann gehört hatte, als ich gerade ein bisschen zu spät in den Kinosaal reinkam. Also zumindest noch das Grundmotiv aufgefangen, bevor ich mich da hingesetzt habe. Und ja, ich bin da auch gespannt. Ich muss sagen, ich war so ein bisschen unterwältigt eher von dem, was ich bisher gesehen habe. Die Inszenierung war schon irgendwie toll, aber es sah auch alles schon sehr Hochglanz aus und ist ja auch mit 2 Cinematographern gedreht, also zum einen Lubezki, der ja so zum Stammpersonal auch ein bisschen gehört, bei den Mexikanern vor allem, aber dann noch Del Bonel, glaube ich, heißt der andere DP und ja, das war dann auch so ein bisschen disparat, weil es natürlich vor allem in 2 Zeitebenen spielt, einmal in Italien, also besonders hier Venedig, das taucht ja schon im Vorhinein auch auf als Location, das konnte man sich schon vorher erahnen, wenn man den Roman auch nicht gelesen hat. Und ja, und besonders der Teil, der im modernen London spielt, hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen kalt gelassen. Die Kameraführung war dafür aber wirklich herausragend. Also da sind mir so ein paar Szenen wirklich in Erinnerung geblieben, wo besonders so mit Vorder- und Hintergrund gespielt wird und wie sich dann auch der Fokus verschoben hat innerhalb einer Sequenz und so weiter. Also da konnte man schon so eine Meisterschaft erkennen. Aber ich glaube, also ich bin nicht sicher, ob das jetzt wirklich der Stoff war, den Cuarón unbedingt erzählen musste.
Ja, man hat auch gemerkt, dass selbst wenn jetzt in den letzten drei Teilen, die noch folgen, vier haben wir eben schon gesehen, es sind sieben insgesamt, nochmal was irgendwie umgedreht wird, dass es schwer sein wird, dieses Übergewicht der ersten Teile auszugleichen. Das war halt auch sehr Sex, so Soft-Sex-lastig, auf so eine seichte, schnulzige Weise. So mit diesen Hochglanzbildern hat sowas von 80er Jahre Emanuel. Ja, das wirkt halt einfach billig. Und dann gab es auch Momente, die dann wirklich fast unfreiwillig komisch waren, wenn dann etwa Cate Blanchett so sich da auszieht und man eindeutig sieht, dass es ein Body-Double ist und nicht Cate Blanchett. Und der nächste Punkt, wenn sie so sagt, oh, wahrscheinlich bist du viel schönere Körper gewohnt, dann sieht sie halt perfekt aus. Und es ist, wenn man sich so denkt, so, what the fuck, diese Frau ist niemals irgendwie Ende 30 und hat ein Kind gekriegt oder so, weil es einfach so stark bearbeitet und mit Body-Doublen gecovert wurde. Ja, ich hatte das Gefühl, alle Gesichter in dieser Serie glänzen die ganze Zeit. Und auch es gibt so was ganz Albernes, da ist also Cate Blanchett und Sacha Baron Cohen, die spielen ja da das Ehepaar eben, wo es durch ein Reveal ins Krachen gerät alles. Und die haben eben auch diesen Sohn, der so ein bisschen die Enttäuschung, besonders der Mutter, also die darstellt eigentlich. Und er ist dann eben auch gezwungen auszuziehen und er zieht dann in so eine Bruchbude. Aber irgendwie, die Serie will uns eigentlich zeigen, wie dreckig das da ist, aber die bekommt es nicht hin, überhaupt Dreck darzustellen. Also es ist schon sehr kurios. Aber naja, wir werden uns dann noch überraschen lassen, ob die Twists, die du hier schon so ein bisschen verspürst, ob die dann auch so einschlagen, wie man sich das zu dem Zeitpunkt noch erhoffen könnte. Zu weiteren, ich würde sagen, wir gehen direkt rein, oder? Wir hatten heute um 9 Uhr, ich glaube, du warst im gleichen Screening wie ich. Da Sena, genau. Maria von Pablo Larraín, der hat ja zuletzt El Conde gehabt. Und wir können ein kleines Update hier verkünden. Wir hatten ja gesagt, Netflix ist hier total abwesend dieses Jahr. Aber Maria wurde eben gekauft von Netflix vor ein, zwei Tagen oder so. Wurde dann berichtet. Das heißt, indirekt sind sie jetzt doch noch hier vertreten. Und ich glaube, ohne jetzt direkt schon darauf einzugehen, das wird auch so ein Ding, das durchgezogen wird, mit auf jeden Fall mit Angelina Jolie, oder? Die hier die Maria Callas spielt und man kann schon sehen, dass das eine Oscar-Runde wird eigentlich. Da werden jetzt die ganzen Filmfestivals abgegrast und da wird jetzt jede Menge Werbung gemacht, damit da auch eine Nominierung auf jeden Fall stattfindet. Ja, das ist ja diese große Maria Callas Biografie und der letzte Teil von Pablo Larrains Trilogie über bedeutende oder ikonische Frauen des 20. Jahrhunderts. Da hatten wir Jackie, da hatten wir Spencer und beide waren ja jeweils dann mit Hauptdarstellerinnen Oscar-Nominierungen versehen worden, auch durchaus zu Recht. Und das ist natürlich auch die große Ambition dieses Films, das zu wiederholen. Das merkt man eindeutig. Obwohl ich persönlich sagen muss, dass ich von Angelina Jolie nicht ansatzweise so beeindruckt war wie von Kristen Stewart zum Beispiel. Also das war doch schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Und sie wirkt oft geradezu maskenhaft in ihrer Darstellung, auch wenn es zum Teil so sein soll, denke ich. Ja, also ich muss sagen, für mich hat es ganz gut funktioniert. Ich würde auch sagen, dass ich Kristen Stewart im Zweifel noch stärker fand in ihrer Rolle damals. Aber ich finde eben auch, dass sie schon sehr gut geschrieben ist einfach. Also es gibt hier wirklich sehr gute Lines, die alle irgendwie zitierfähig sind. Manchmal einfach wirklich auch overwritten, würde ich sagen, wo man merkt, okay, das ist jetzt einfach viel zu polished gerade und ist jetzt vielleicht nicht so mehr abnehmbar eigentlich, was da stattfindet. Aber andererseits, es gibt, okay, jetzt gibt es im Hintergrund ein paar Geräusche, aber ich denke, das wird sich im Rahmen halten. Aber ich war schon immer wieder beeindruckt, was es da so an Pointen eigentlich, was da so abgefeuert wurde. Und ist schon auch im Gegensatz zu Spencer nochmal visuell wesentlich ambitionierter, würde ich sagen, mit verschiedenen Bildformaten, mit verschiedenen vor allem auch, ich glaube, da gibt es so ein paar 8mm, also super 8 Aufnahmen und dann es ist alles wunderschön eingefangen, muss man sagen. Sie ist da, also es ist mal wieder so ein Swan-Song, ne? Also auf ihren letzten Tagen, nachdem schon alles vorbei ist, das heißt, die Musik steht nicht mehr so im Vordergrund als die Sehnsucht danach wieder zu dem zu werden, die sie einmal war. Und das, was zum Scheitern verurteilt ist, dieses Longing, das ist ja die ganze Zeit als Motiv auch aufgeführt. Wie war denn so dein Eindruck generell wieder?
man merkt eben, dass dieser Film ja selber ganz bewusst auch sich von so einer Realitätsebene löst. Das kommt auch in den Dialogen immer wieder vor, dass die Realität und was wirklich passiert und was eingebildet ist, zweitrangig ist und auch selbst so ein gewisses, dieses grandiose, bombastische einer Oper anstrebt und tatsächlich auch in vielen Szenen eine Art surreales oder magisch-realistisches Moment einfügt, wo dann fast musicalartig die Szenerie sich in die einer Oper oder in etwas Chorales verwandelt. Also es durchaus hier Brüche in der Realität gibt und somit die Figur Callas selbst zu einer Opernheldin wird. Was für mich aber auch durchaus was Ambivalentes hat, weil ja gerade ihre Biografie gar nicht so, also so super positiv mit der Oper verbunden ist. Denn aus diesem Grund nämlich, dass sie als Kind ja und als junges Mädchen da wahnsinnig reingedrängt wurde und immer wieder gesagt hat, als sie als kleines Mädchen sie singen musste, sie hat es gehasst und dass man dann irgendwann diese Frau nur noch komplett auf diesen ikonischen Status runterbricht und dann auf ein paar Amouren, die sie hatte, so die berühmteste ist ja bestimmt die mit Aristotle Onassis, das ist dann doch schon für mich sehr reduktiv. Ja, ich glaube, darüber kann man sich nicht ganz hinwegsetzen, wenn man sich so einen relativ engen Rahmen setzt, was er hier ja tut, aber dadurch wird zumindest, ich hatte das Gefühl, wir bekommen schon so ein bisschen ein Gefühl für ihren Alltag in diesen letzten Tagen. Ich glaube, das findet ja alles, wenn ich das richtig im Kopf habe, innerhalb einer Woche statt, oder? Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr eng begrenzter Zeitraum, was ja auch zu den vorigen Teilen passt, die dann entweder an einem oder Tag oder einem Wochenende stattfanden. Also auch sehr überschaubar waren zeitlich. Ja, und ich musste dich einfach fragen, weil es gibt so einen Moment, da trifft Maria Callas eben auch JFK und in dem Moment wird dann eben auch häufig der Name Jackie erwähnt, dass die ihr ganz eigenes Leben führt und es gibt, also ich weiß nicht, wie dir dazu gesagt hat, aber ich fand diesen Dialog zwischen den beiden schon ganz schön, weil das dann auch auf die Pointe ein bisschen hinausging, dass die beide zu einem ganz kleinen Kreis der Welt gehören, die jeden Ort der Welt bereisen können, den sie möchten. Aber sie können nicht davonlaufen, ja, sie können nicht weggehen. Und ich habe mich dann vor allem gefragt, weil der Name so oft fiel, werden wir hier tatsächlich Maria Callas, also Angelina Jolie, auf Natalie Portman, war das Natalie Portman, Jackie? Ja, ich glaube, es war Natalie Portman, ja. Ob sie denn tatsächlich auftaucht. Genau. Ja, und dann, das habe ich mich auch gefragt. Das will ich jetzt offen lassen, aber die Frage schwang dann ab einem bestimmten Zeitpunkt bei mir die ganze Zeit mit. Aber ja, ich muss gestehen, ich war inszenatorisch schon recht beeindruckt davon. Ich fand ihn sehr, also ich war davon auch berührt, was ich mir nicht erwartet hatte im Vorhinein. Und ich finde wirklich, dass der Film nichts machte, was man in diesen anderen beiden Filmen, die dieser losen Trilogie gesehen hat, dass er da nicht so viel Neues macht, aber die Sachen, die er schon vorher gut gemacht hat, vielleicht hier noch ein Stück besser macht. Also das Gefühl hatte ich zumindest am Ende. Und deswegen war ich am Ende schon positiv, bin ich mit einem guten Gefühl da rausgegangen eigentlich. Ja, mich hat der Film emotional definitiv nicht so abgeholt und ich habe das Gefühl, mir jetzt ein bisschen die Luft raus ist. Trotzdem ist es keineswegs ein schlechter Film. Ich meine, er ist handwerklich hervorragend gemacht. Er ist trotzdem noch gut gespielt. Er hat grandiose Kostüme. Kostüme waren ja schon immer eine Stärke von Lerat, die auch oft Oscar nominiert waren. Und hier eben haben wir auch viele Originalroben der Callas. Der hat fantastische Kulissen, auch oft Originalkulissen der größten Opernhäuser der Welt, wo sie aufgetreten ist. Und auch sonst spielt er natürlich ganz viel mit Licht, mit Szenarien, mit Stimmungen, die ganze Farbpalette, die dieser Film ganz bestimmt gewählt hat, das ist natürlich alles ganz großes Handwerk und ganz geschliffen. Und auch wenn es nicht für mich so vollkommen war, ist es doch noch auf einem sehr hohen Niveau. Ja, und ich denke, Steven Knight, das kann ich mir schon vorstellen, dass der hier für das beste Drehbuch auch zumindest im Gespräch sein wird in den nächsten Monaten. Und einen Punkt wollte ich da noch sagen. Ja, genau, was die Musik angeht, das ist schon alles lippensynchronisiert, ne? Das ist, ja. Da hat sich jetzt niemand, also in anderen Filmen wird das ja manchmal versucht, ne? Dann nehmen die SchauspielerInnen erstmal Gesangsunterricht und versuchen irgendwie sowas Halbgares dahin zu zaubern. Hier hat man da keine Kompromisse eigentlich akzeptiert und ich glaube, das war wahrscheinlich auch die bessere Entscheidung. Ja, ich meine, bei jemandem wie Maria Callas, also wenn irgendwie jemand oder Angelina Jolie so singen könnte, würde sie selbst auf den Opernbühnen der Welt stehen. Das ist dann irgendwo auch nicht mehr menschenmachbar. Mhm. Ja, also was ich raushöre, ist bedingte Empfehlung von mir ein bisschen mehr als von dir, würde ich sagen. Ja, definitiv. Also anschauen kann man sich den definitiv und wenn, dann natürlich im Kino. Genau. Ich denke schon, dass er dann wahrscheinlich so ein
Limited Release wieder erhält von Netflix dann für ein, zwei Wochen oder so und dann wird er da halt wieder abgelagert, leider. Aber so ist das heutzutage. Ja, wir sollten vielleicht noch zum zweiten Film kommen. Das ist der neue Film von Luis Ortega. Den, ich weiß nicht, aber es gibt so bestimmte Cover von Filmen, die einen so ein bisschen verfolgen. Und bei ihm ist das dieser Angel, den er gemacht hat, 2018 oder so, wo dieser junge Mann mit der Zigarette im Mund in der Badewanne liegt. Und dieses Poster ist mir in den letzten Jahren so oft begegnet, ohne dass es mich jemals dazu verleitet hätte, den Film mir auch wirklich anzusehen. Das heißt, es ist jetzt meine erste Begegnung mit dem Regisseur. Und ich muss auch sagen, hätte wesentlich schlimmer kommen können. Also ich war doch positiv überrascht, wie chaotisch der Film einfach ist. Also der hat wirklich so eine ganz chaotische Energie. Stimmt vielleicht schon ein bisschen auf Queer ein in der Hinsicht, auf den William S. Burroughs, auf die Adaption von Guadagnino. Und ja, worum geht's? Es geht um so einen Jockey, also um so einen Pferderennen. Reiter. Aber es wird schon von der ersten Szene an klar gemacht, das ist alles dysfunktional. Der Typ kann einfach keine zwei Schritte gehen, ohne dass er sich auf die eine oder andere Weise bedröhnt. Es gibt so eine ganz bizarre Szene, wo er zu seinem Spind geht, sich da so ein dieses... Ich habe jetzt nicht notiert. Ketamin. Er haut sich da so Ketamin rein. Also das ist eben diese eine Droge, ne, die jetzt auch sehr populär ist in der queeren Szene oder jetzt vor Poppers so populär war, aber de facto eben ein Aufputschmittel für Tiere irgendwie war. Und haut er sich rein. Ketamin. Das hat irgendwie einen anderen Namen gehabt im Film. Na, Ketaminol, aber Ketaminol ist einfach nur die Flüssigauflösung. I see, okay. Naja, genau. Und dann, wenn das Rennen losgeht zu Beginn, dann wirft ihn das Pferd einfach ab und er liegt reglos am Boden eigentlich. Und da ist schon so ein bisschen gesetzt, wie die Stimmung verlaufen wird. Und ja, im Laufe dessen wird sich aber herausstellen, so viel geht es da denn um diesen Pferderennsport eigentlich überhaupt nicht. Es geht eher um so eine Erweckungsgeschichte, um so eine Art Neugeburt. Ich weiß nicht, wie viel wir da schon preisgeben können. Was würdest du sagen? Also ein bisschen müssen wir da schon sagen, oder? Ja, es geht ja wirklich darum, dass er eben seine eigene Identität ganz neu definieren muss und der Pferderennsport auch mehr so ein Synonymus für so ein Ausbeutungssystem oder so ein System, was immer weiterläuft. Wir haben da eben auch ganz viele Bilder, die einen ganz starken Symbolwert auch haben. Einmal, wo ein Pferd zum Beispiel in so einem Geschirr auf einem Laufband galoppiert, um zu sehen, wie schnell es denn maximal laufen kann. Also es rennt mit voller Kraft, aber kommt nicht vom Fleck, weil es eben buchstäblich in diesem Geschirr sitzt. Und das ist ja auch so eine große Metapher für seine Situation. Und dann hat man da auch eben es wird ganz viel getanzt, wir haben ganz viel Musik und ganz viele surreale Szenen, die komplett absurd, aber witzig überhöht sind, wo sich der Film auch deutlich von der Realitätsebene löst. In gewisser Weise so ähnlich wie Maria, aber eben doch ganz anders vom Stil her. Ja, und wirklich, wie ich glaube ich schon habe anklingen lassen, sehr, sehr wild. Also es gibt eigentlich in jeder Szene gibt es irgendwelche abstrusen Sachen, die man einfach nicht kommen sieht. Ich hatte das Gefühl, ich kann mich da zu keinem Zeitpunkt mal ruhig in den Sitz fallen lassen, weil ich dann immer irgendwas verpasse. Aber man ist die ganze Zeit auch ein bisschen, also der Film spielt auch sehr viel mit Überforderungen. Da hatte ich das Gefühl, er will einen gar nicht zur Ruhe kommen lassen und der will auch gar nicht, dass man vielleicht zu sehr nachdenkt in einer Szene, weil dann verpasst man schon die nächste Absonderlichkeit und so weiter. Ist auch schon irgendwie, ist natürlich ein sehr allegorischer Film, der das am Ende vielleicht ein bisschen zu dick aufträgt wahrscheinlich, aber ich muss sagen, es gibt einfach Szenen, die mir hier in Erinnerung bleiben werden. Und es gibt, also wenn da so eine gewisse Identitätswandlung vonstatten geht, dann gibt es eben auch so eine Gesundung, die stattfindet, womit ja eigentlich ein bisschen der Weg schon beschrieben ist, der da abgegrast wird, also auch wortwörtlich vielleicht. Und es gibt eine Szene, dass er auf einmal, wenn er durch die Straßen läuft, eigentlich eher als Mutter wahrgenommen wird von so einer kleinen Bande von Kindern. Und er ist dann irgendwie davon total verwirrt, aber er ist dem auch nicht abgeneigt. Und das ist alles... Es wird überhaupt nicht viel geredet über diese ganze Sache. Viele Sachen werden einfach akzeptiert, so hingenommen. Und dann muss man sich eben irgendwie damit auseinandersetzen. Aber das
fand ich, trägt eigentlich schon eher zum Guten bei. Also das lässt den Film sehr, sehr offen. Vielleicht auch manchmal ein bisschen zu offen, aber ich habe es gern lieber so als andersherum. Ja, der Film hat auch eine sehr starke Episodenstruktur. Gerade am Anfang wirkt es oft so, als ob das Ganze nicht so sehr eine durchgehende Handlung sei, sondern als ob Szenen so als kleine Sketche abgedreht seien, ja, und dann aneinandergereiht. Und dann kommt der nächste kleine Sketch, der wieder die gleichen Figuren hat. So ein bisschen wie bei Loriot, wo bestimmte Charaktere immer wiederkehren, aber das Ganze nicht unbedingt einen narrativen Zusammenhang hat, auch wenn es Überschneidungen gibt. Also man sieht, okay, hier sind die wieder an dem Ort oder da setzt sich so ein bisschen dieses Ereignis fort. Könnte man die ganze Reihenfolge auch eigentlich mal bis zum gewissen Teil, bis zum etwa zum zweiten Akt wild durchmischen und dann würde es genauso passen. Ja, und du sagst Loriot und ich sag, könntest du mir auch die Sprünge... Karl Valentin vielleicht ein bisschen mehr. Also Loriot war jetzt nur so eine willkürliche Assoziation von jemandem, der Sketche macht. Ja, ja, und mir ist auf jeden Fall noch in den Sinn gekommen der Kylie Minogue-Film von Leos Carax. Wie hieß denn der noch gleich? Das habe ich jetzt auch vergessen. Paris mit, wo seine Stammschauspieler so eine Art Goblin spielt oder so mit den roten Haaren. Und ja, 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 ich weiß, welchen du meinst. Ja, wo also, dieser Höhlenmensch. Genau, würdest du den Vergleich auch so ein bisschen sehen? Ja, Holy Motors. Holy Motors. Genau. Ja, ja, das passt auch, weil das eben auch dieses Losgelöste hatte, wo es auch viele Filmanspielungen gab, viele bizarre Sexsachen, die dann aber so überhöht waren, dass es schon fast wieder karikaturesk war. Needle Drops auch. Genau, also das, ja. Ja, also würde ich tatsächlich auch eher empfehlen, weil das ist einfach eine Erfahrung, die besonders hier in Venedig, wo wir haben schon oft darüber geredet, also da ist ja gerade bei der Gesamtbiennale, da ist ja gerade wirklich auch ein Faschist einfach der Gesamtleiter der Biennale, der früher eben auch in der neofaschistischen Nachfolgepartei von Mussolinis Leuten, ja, und den wirklich, also Faschist ist jetzt hier nicht einfach so ein Begriff, ne? Das ist wirklich, der Typ ist wirklich, ja, so ein bekennender politisch Parteifaschist, der echt in einer neofaschistischen Partei war, das muss man sich mal irgendwie vorhalten. Das ist so, als ob die Berlinale von der AfD geleitet werden würde. Ja, von Weidel oder so, ne? Von so einer Alice Weidel oder so, so könnte man sich das ein bisschen vorstellen. Ja, also verrückt, aber dem gegenüber bin ich dann schon erstaunt, dass das offenbar jetzt gar nicht so viele, zumindest was man so vor den Kulissen sehen kann, nicht so viele Auswirkungen auf das Programm per se hat. Aber ganz dahinter schauen kann man natürlich nicht, weil man wird ja nichts darüber erfahren, welche Filme jetzt nicht hier akzeptiert werden oder so. Generell, welche Filme so nicht gefördert werden. Ne? Wir sehen ja immer nur die Sachen, die gefördert werden. Und wir haben ja schon angemerkt, dass es keinen einzigen Film vom afrikanischen Kontinent gibt, keinen einzigen Film von irgendwie einem schwarzen Menschen. Ja. Und das sagt ja schon ganz viel aus, besonders weil ja mal dieser Nationalismus eine ganz starke Tendenz dieser faschistischen Parteien. Das heißt, wir müssen mehr die italienische Kultur oder eben die Nationalkultur fördern und wir wollen eine Quote für nationale Filme und nationale Filmschaffende und so weiter. Ja, wir bleiben da auf jeden Fall auch am Ball und beobachten das Programm auch dahingehend. Ich wollte noch was machen, was ich beim letzten Mal nicht geschafft hatte, unterzubringen. Wir sind ja noch relativ früh und ich will total kalt dich einfach mal fragen, ohne die meisten Filme gesehen zu haben, was denkst du, wer gewinnt dieses Jahr? Ist natürlich eine kleine Lotterie, mehr als ohnehin schon, aber würde mich mal interessieren, hast du irgendeinen Film, der einfach so von seiner Aufmachung her und vielleicht von seiner Geschichte, die er mitbringt, denkst du, es gibt irgendeinen Film, der da eingehend heraussticht? Ah, ich könnte mir vorstellen, dass entweder so ein Underdog-Film gewinnt, also genau sowas wie jetzt zum Beispiel dieser Jockey-Film, Kill the Jockey, ja, oder vielleicht auch, den habe ich natürlich noch nicht gesehen, ne, The Brutalist oder sowas, mhm, oder das, wenn nicht das, dass sie dann so einen ganz konventionellen Weg gehen und der konventionellste, denkbarste Weg wäre, wenn Joker 2 gewinnen würde, weil Joker 1 gewonnen hat. Aber das ist eigentlich schon fast zu geradlinig, dass ich mir das nicht mehr richtig denken kann, sondern eher auf so ein No-Name, also was heißt das, nicht No-Name, aber so ein Underdog-Film, der dann im Kino auch gar nicht so viel Erfolg hat. Sowas würde ich denken. Ich muss gestehen, vielleicht bin ich da ein bisschen zu illusorisch unterwegs, aber ich traue Isabelle Huppert schon einen besseren, also wer weiß, ich habe ja den Film noch nicht gesehen, vielleicht
überrascht er mich auch und das wird total das Highlight hier, aber ich traue Isabelle Huppert ein bisschen mehr, zumindest Mut, Wagemut zu als Joker 2, aber das wäre natürlich die riesige Geschichte hier, wenn der erste und der zweite Film hier den ganz großen Preis gewinnt. Ja, für mich so, ich habe mich ja am Anfang so ein bisschen durch das Programm gearbeitet, einfach was die ganzen Beschreibungen angeht und so, und ich habe mir diesen Harvest rausgesucht von so einer Griechin, von Atina Rachel Zangari, weil das so ein ganz allegorischer Film offenbar zu sein verspricht, wo eben eine kleine Gruppe von Außenseitern eine neue Gemeinschaft betreten und die daraufhin schnell zum Sündenbock erklärt werden. Und dann gibt es so ein Innen versus Außen, ja, so ein, die Leute, die Teil der Gemeinschaft sind und die Leute, die nicht Teil dessen sind. Und gerade in dieser Zeit, wo viel über Geflüchtete und so weiter gesprochen wird und MigrantInnen und so weiter, würde mich das schon interessieren, wie der Film das handhabt und ob es da viel Rückschlüsse gibt auf unsere Gegenwart. Aber das ist natürlich alles gerade total kalt gesagt, ohne dass ich da irgendwas gesehen habe. Aber habt das, das habt ihr von mir gehört, das ist mein heißer Tipp auf den Goldenen Löwen. Und ja, wir wollten es relativ knackig halten heute, aber Lida, ich bin noch ganz gespannt. Es gibt einen Film in der Nebensektion, der Gionate Di Autori. Genau. Das ist so eine Nebenreihe, die oft auch Newcomer zeigt oder kleinere Projekte von Regisseuren, die noch nicht so mit großen Filmen aufgefallen sind. Und einer davon ist eben Kohei Igarashi, der auch einen wirklich sehr stimmungsvollen, sehr atmosphärischen Film hingelegt hat, nämlich Super Happy Forever. Und der Titel ist natürlich so ein bisschen melancholisch aufzufassen, denn ganz so super happy für alle Zeiten sind die Leute darin nicht. Aber das ist wirklich ein Film, der auch mich sehr mitgenommen hat. Und man braucht vielleicht so einen Moment, um da reinzukommen, weil der Film ist sehr langsam, es passiert sehr wenig. Wir haben nicht so viel Handlung im Sinne von Geschehnissen oder Action. Und das, was passiert, ist eher unspektakulär. Aber es geht ja auch um die inneren Regungen der Leute und es geht um Atmosphäre und viele Szenen entwickeln sich wirklich erst aus sich heraus nach einer oder zwei Minuten, wo man merkt, mein Gott, diese Szene wächst immer mehr, aber es hat auch dadurch eine große Langsamkeit. Und konntest du da bestimmte Referenzpunkte festmachen? Also ist es vergleichbar mit so einem Kino von, ich weiß nicht, Apichatpong oder Hamaguchi oder hast du irgendwelche Referenzen? Ja, ich denke, das kann man so ein bisschen so Hamaguchi oder so, das kann man schon sagen. Und ich musste auch an den denken, oh, das war dieser Regisseur, der in Cannes diesen Film hatte, wo die nur diese Suppe gekocht haben. Auf der Berlinale hat er ein bisschen die Suppe gekocht haben und in Cannes diesen anderen Essfilm, der hatte da auch den... Achso, du meinst Zai Min Yang vielleicht? Ja, genau. Also diese langsam, gerade bei seinem ersten Film und halt auch dieses wirklich melancholische, dieses Nachdenkliche, dass die Leute die ganze Zeit am Strand und am Meer sind in so einem Hotel, aber schon fast in der Nebensaison und Hotels sind ja auch so Orte des Nichtseins, wo man ist, ohne wirklich zu sein und gerade wenn die Saison vorbei ist und sich alles leert und man ist irgendwie die letzte oder der letzte am Urlaubsort, hat das ja oft auch was Gespenstisches oder seltsam Unwirkliches. Und das fängt dieser Film wirklich wunderbar ein und er spielt auch sehr geschickt mit verschiedenen Zeitebenen, die aneinander grenzen. Ja, ich glaube, wenn ich da eine Chance habe, den will ich schon noch sehen, weil das klingt eigentlich genau nach meiner Art Film. Ich wollte noch irgendwas sagen. Ja, genau, bei Nebensaison, da denk ich jetzt natürlich, also ich glaube, das hat sich bei mir eingebrannt. Ich denke jetzt immer an Rimini von Ulrich Seidel, ne? Wo das natürlich noch so auf eine groteske Weise gezogen wurde. Mhm. Gut, ich würde vielleicht nur so als kleinen Afterthought, können wir vielleicht noch einbringen, wir haben ja jetzt schon erwähnt heute die Cuarón-Serie, die hier gezeigt wird, Disclaimer von Apple TV Plus. Und die Serien, ich glaube, haben wir schon kurz darüber geredet, es gibt eine Serie hier von Thomas Winterberg? Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Okay, gut, dann will ich das hier nur mal dokumentiert wissen. Es gibt eine Serie von Thomas Winterberg, es geht, ich glaube, die heißt Familie wie wir oder Families Like Ours, ja. Family Like Ours, genau, ja. Und es gibt noch eine Serie von Joe Wright und die von Joe Wright, da geht es tatsächlich um den Aufstieg von Benito Mussolini, also passend
Ja, genau. Sehr passend. Und vor allem in der Beschreibung stand auch nur zum Aufstieg. Ja, es geht nicht um den Fall sozusagen. Also ich hoffe, das kommt dann da schon auch so ein bisschen vor in der Serie. Und in der Serie von Thomas Winterbeck, ich glaube, da ist auch so ARD und so involviert. Also ich glaube, die wird man relativ zeitnah sehen können. Und da soll so ein bisschen sein Urthema, die Familie, die dysfunktionale Familie, die soll so ein bisschen zusammenfinden mit Klimaerwärmung und so weiter, weil Dänemark muss dort in so einer nicht näher genannten Zukunft, muss da evakuiert werden. Und dann geht es um die ganz privaten Probleme einer jungen Frau offenbar, die sich entscheiden muss, ob sie mit ihren geschiedenen Eltern gehen wird oder mit ihrer jüngsten Liebe, die sie sich angelacht hat. Und ja, wird, glaube ich, keine Serie sein, die ich mir hier ansehe, weil da steht einfach schon zu erwarten, dass die Serie bald irgendwo auch in der ARD-Mediathek oder so zu sehen sein wird. Aber wirst du dir eine der Serien noch ansehen? Nee, ich glaube, eine Serie reicht mir, weil das dann auch einfach oft sehr anstrengend ist, diese ganzen Serien zu gucken, gerade wenn es so viele Folgen sind. Cuaron ist ja mit 7 Folgen noch überschaubar. Ja, und sie haben uns ja schon den Gefallen getan, das zu teilen in 2 Teile. Damals bei Lars von Trier und auch bei Nicholas Winden. Das waren ja einfach große Pakete, ne? Da hat man das ganze Ding komplett geschaut und nach der Lars von Trier Serie, da war ich auch einfach fertig erstmal. Da ist der Tag wirklich gefühlt im Arsch, das kann man wirklich so sagen, ist der Tag im Arsch, also dann ist es... Mehr schafft man auch nicht. Ja, ich glaube, dabei belassen wir es auch für heute. Relativ knackig. Können wir vielleicht schon auf morgen, zu morgen was ankündigen? Was haben wir denn morgen am Programm? Hast du es gerade im Kopf? Ich glaube, morgen ist vielleicht schon The Brutalist. Kann das sein? Ja, ich glaube, ja. Einmal den. Und ich weiß auch, dass wir abends noch irgendwas haben. Aber ich überlege jetzt, was. Ich weiß es nämlich auch nicht mehr. Ich habe meistens immer nur einen Tag so im Kopf und das ist immer heute. Also bleibt es spannend. Ja? Niemand weiß, was ist morgen. Spannend. Keiner weiß es. Was gucken wir? Wo werden wir sein? Wann? Man weiß es nicht. Aber jetzt gehen auch für mich so ein paar Interviews los. Also hoffe ich, dass ich euch dann auch bald dahingehend nicht nur mein Gerede zukommen lassen kann, sondern auch das von ein paar Prominenten, die hier zu Gast sind. Ja, okay, aber da will ich jetzt schon einen kleinen Mini-Ausblick hören. Wer steht dann da so im Startloch? Also einmal natürlich Kohei Igarashi, von dessen neuem Film wir jetzt hier gerade geredet haben. Ja, das ist super, ja. Dann Kiyoshi Kurosawa, der Regisseur von Cloud. Ich habe eine georgische Regisseurin und über deren Werk werden wir noch ein bisschen sprechen, weil deren Werk, das läuft ja auch in einer Nebensektion und wurde zurückgehalten mit einer Art Eilverordnung. Glubritze heißt sie, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, und mit ihr werde ich sprechen und natürlich auch genauer darüber, was da passiert ist, warum ihr Film in letzter Sekunde nicht gezeigt werden durfte. In dieser Eklat steht noch so ein bisschen hinter den Kulissen. Ja, das sind erstmal ein paar Sachen, die ich auf dem Plan habe. Dann auch noch eine Produktion, die auch deutsche Co-Produktion hat, Basileia, da habe ich die Regisseurin und den Co-Produzenten beide zeitgleich im Gespräch. Ja, und nur, sorry, noch eine kleine Klammer, die ich aufmachen muss. Also, dass der zurückgenommen wurde, das liegt eben auch hauptsächlich an Druck aus Russland, wie ich das vernommen habe, denn weil der Film, es geht um russische Kriegsverbrechen geht? Na, es geht darum, wie Russland zwangsdeportiert hat, und zwar georgische Mitbürger. Und das ist genau das Thema dieses Films, das der auch sehr clever bearbeitet und sehr allegorisch und geschickt. Und da gab es von Russland offenbar, also offiziell ist es ein Urheberrechtsstreit, aber es ist schon sehr klar, dass es da um andere Dinge geht als Urheberrechte. Ja, und mich hat auch irritiert, es wurde von der Biennale gesagt, dass es gibt keinen Zwang, den nicht zu zeigen, aber sie wollen einfach da auf eine Nummer sicher gehen und deshalb zeigen sie den nicht. Aber ja, ich hoffe, das wird sich noch einrenken und der wird noch zu sehen sein, weil das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Ne? Genau, Zensur und gerade eben auch Zensur von solchen diktatorischer Seite. Also das ist ja hier nicht irgendwie, dass es, wie gesagt, persönliche Bedenken gäbe oder irgendwelche anderen rechtlichen Sachen, sondern es geht hier wirklich um einen Staat, der Druck ausübt. Genau, es geht konkret um die Politik. Ja, gut, dann Lida, vielen Dank und liebe HörerInnen, bleibt uns gewogen und bis bald. Ciao.